Also, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir auch gleich Frequenzspeicher. Also einen festen Speicher, wo wir die Frequenz, die wir möchten, einspeichern. Dazu geben wir die Frequenz ein. Zum Beispiel jetzt vom NDR. Das ist 98.3. Und jetzt Enter. So, wie wir sehen, hören wir nichts. Ich kann ja mal ein bisschen lauter machen. Ist nichts zu hören. Wir können die Rauschplatte mal aufmachen. Sorry. So. Und was wir hören, ist nur Kacke. Also es ist auch ganz wichtig, die richtige Modulation, also Mode, von vornherein einzugeben. Das ist auch beim Frequenzsuchen auch wichtig. Und manchmal erkennt ihr das nicht automatisch. So, machen wir die Rausche jetzt mal zu. Haben wir nix. Ändern wir jetzt den Mode, den Modus, auf FM. Und seht da. Wir hören was. Also, wichtig. Am besten immer die Modulation manuell wählen. Sprich, wenn man genau weiß, was das für eine Modulation ist, dann die Modulation festwählen. So. Also, wir haben die Frequenz jetzt eingegeben. Möchten wir jetzt einen Speicherplatz wählen? Dazu drücken wir hier länger Enter. Und sehe da. Speicherplatz. Nochmal auf Speicherplatz. Und wir wählen Speicherplatz 0101. Also Bank 1 und dann Speicherplatz 01. Ich glaube, es gibt 39 Bänke. So, dann gehen wir runter auf Speichern. Enter. So, und wenn wir jetzt in Speichermodus wechseln. Okay, ich speichere jetzt mal wieder. Und sehe da, Speicherplatz 0101 ist NDR 2. So. Und das war alles.